Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Vampire The Masquerade Bloodlines. Wir befinden uns hier in unserem Apartment in Downtown, haben uns hier noch einmal ein wenig ausgerüstet oder geguckt, ob wir uns noch mal irgendwo mit ausrüsten könnten. Sind aber dann soweit fertig und auf geht's nach Mingqiao. Where to? Where to? Das Ende ist nah. Ob das so sein sollte, weiß ich nicht. War ein wenig buggy gerade. Auftragsbuch. Der geheimnisvolle Taxifahrer hat sich überzeugt, dass sie sich nur aus diesem Schlamassel befreien können, wenn sie Mingqiao und den Prinzen töten. Mingqiao ist als erstes dran. Okay. Hör doch mal auf hier. Ah. Shingundo. Freut doch gar nicht eigentlich. Aber ich soll jetzt hier anscheinend Mingqiao und den Prinzen töten. Oh Gott, wir sinken da so furchtbar. Hallo? Auf mich hier zu durchlöchern mit deinem blöden Armbrustding. Muss ich mal kurz hier rein. Kann ich von denen eigentlich trinken? Ah, ich kann von denen trinken. Sehr gut. Ich hatte schon Befürchtung, ich muss jetzt hier schon alle meine Blutreserven irgendwie aufbrauchen. Aber ich mach mal einen Quicksave. Einen Quicksave. So. Inventar voll, ja, das weiß ich doch. Wir schießen da. Den saugen wir auch einfach mal aus. Mann, dieses... Dieses komische Gesinge im Hintergrund ist echt irgendwie... Irgendwie merkwürdig. hi. Wollt ihr nicht noch irgendwie ein paar Leute reinschicken? Wie wär's, wenn ich einfach mal gehe? Tschüss. Da hinten bist du.
So. Wenn wir mal noch eine Runde Schlösser knacken zwischendurch. Armbrust. Ja. Könnten wir hier was weglegen, was wir gar nicht mehr brauchen? Ja, lassen wir erstmal. Lege ich mich da vor die Kiste, damit ich die knacken kann, oder? Hi. Ciao. Hallo, hier bin ich. Komm. Ciao. Der hat einen schwarzen Anzug an. Der ist bestimmt gefährlicher. Du mit deiner Armbrust, der geht mir ganz gewaltig auf den Sack. Na, komm. Na, und Prost. Lecker Blut. Yum, yum. So, haben wir jetzt hier alle soweit umgenietet oder nicht? Ich mache einfach mal Schloss knacken, vielleicht bringt er etwas. Fähigkeit von 7 war erfolgreich. Einfach mal einen kleinen Quicksave zwischendurch einlegen. Ich habe noch 11 Erfahrungspunkte. Kann ich die noch irgendwo sinnvoll für ausgeben? Kosten 12, Kosten 12, Kosten 9. Einschüchtern brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Nahkampf. Kosten 9. Das ist doch mal eine gute Investition. Oder Heimlichkeit? Ne, ich denke Nahkampf. Okay, hier können wir noch ein bisschen Blut tanken an Ratten notfalls. Mhm. Da vorne stehen 2. Da ist noch eine Kiste. Die mache ich auch einfach mal auf. Mit nichts drin, okay. Und jetzt geht's doch mal weiter. Die haben Schießdinger. Ach, das sind wieder so Armbrustviecher. Und tschüss. Wow, wow. Nicht tot sein. Steh auf und komm hier runter. Dankeschön. Ja. Das ist schön, dass man sich an denen wieder direkt aufladen kann. Sonst hätte ich hier schon... Ne. Kriege ich den halt doch ganz aus. Doch. Inventar ist voll, ich weiß, aber ich brauche die Armbrust, glaube ich, nicht. Ist nur die Frage, wo muss ich jetzt lang?
denke, auf jeden Fall müssen wir sowieso hier runter. Okay, da wird was geladen. Da mache ich einen Quick Save. Zack, Tür auf. Hinein in den Bosskampf oder? Nee, noch nicht. Okay, ich kann die Tür nicht knacken. Wir schleichen mal ein wenig. Hi. Das ist nicht meine Waffe. Ich muss mal eben Inventar. Katana. Jetzt nehmen wir die. Okay. Nicht auf die komischen. Hallo? Na, da lebt ja noch einer. So, jetzt. Kann ich mit diesen hier nehmen zum Austrinken. So, yam 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 yam. Lecker, lecker, lecker. Da kann ich auch nicht durch. Da kann ich auch nicht durch. Da kann ich Schloss knacken, endlich mal. Erfolgreich, Schwierigkeit 8. Wer hat da geschossen? Ah, du! Wo kommen die alle her auf einmal? Trotzdem die Blutheilung. Ja, schießt das selber. Das ist gut. Ich finde das auch schön, dass das überhaupt funktioniert, dass sie sich hier selber auch treffen können. Jetzt lass mich mal hier eine Runde. Eine Runde trinken. Ah, schnapp ich mal. Komm, lauf nicht weg. Ach so, hier keine Chance. Und wie wir gesehen haben, nicht auf die Platten da treten, die machen derbe Aua. Hey. Wo sind die gerade alle lang gekommen? Sind die hier gekommen? Tatsache. Aber hier konnte ich doch gerade durch, genau. Da war gerade irgendwas buggy.
Machen wir da einfach mal die Tür auf und nochmal ein Quick Save. Wenigstens sind die Gegner hier nicht so schwer wie damals hier in diesem Hotel, ey. Da war ja furchtbar. Komm. Nee, geh weg. Okay, der ist auch tot. Er ist auch tot. Hey, hallo, ich bin zurück. Komm hier, komm. Schnappen wir uns den nochmal. Hat er den gerade selber erschossen hier? So. Ich weiß, mein Inventar ist voll, aber vielleicht sollte ich die alle mitnehmen. Die lassen echt viel Zeug dafür hier liegen. Wow. Ihr spinnt wohl. Hallo? Oh, machen wir das so. Ein Glück, dass sie nicht so viel Schaden machen. Noch einer. Viele kommen da raus. Mann. Da unten steht irgendwas rum. Schauen, treffe ich das von hier vielleicht sogar? Ein bisschen austricksen hier. Ah, jetzt kommt da irgendwie. Für solche Sachen ist die Waffe gar nicht so schlecht, weil der kommt dann nicht an mich ran. Und ich kann schön aus der Entfernung in Ruhe nachladen. Wenn ich den treffen würde. Nun stirb doch endlich. Danke, jetzt ist er tot. So. Ich weiß zwar nicht, was das für einer war. Das ist mir aber auch egal. Ich habe hier so eine. Befürchtung. Hier noch wieder Gegner auftauchen, genau. Na komm. So. So. Da will ich lieber nicht durchgehen, denke ich. Jetzt? Ah, hier an der anderen Seite. Kann ich mich da? Ich kann mich nicht da.
ein bisschen weggehen hier. Ein bisschen hier um die Ecke gehen, weil der Armbruster-Typ mir sonst gewaltig auf die Nerven geht. Ist er tot? Nein, natürlich nicht. Was hat mir da jetzt so viel Schaden gemacht? Egal, ich tank mich wieder auf. Danke, Kumpel. Danke fürs Blut geben. So. Aber hier beenden wir jetzt auch schon die Folge wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder, wenn wir dann weiter nach Ming Chao vorstoßen, um sie umzustoßen. Sozusagen. Ja, war scheiße. Okay, Entschuldigung. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Mango. Bye, bye.